Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in Jakenda noch, aber wir sind hier auch im Grunde fertig. Und ich würde jetzt eigentlich auch zurück nach Korinnes reisen wollen, deswegen der jetzt direkt am Start. Machen wir das, den Weg zurück suchen, da haben wir den Teleport-Ding. Und ich hoffe, dass es ja, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten geht. So. Und es geht zurück. Sehr lange waren wir nicht mehr hier gewesen. So, wir sind wieder hier. Myxia ist auch wieder hier. Zurück in Dingens. Und können Vatras auch jetzt Dingsen. So, das ist ja der, den wir jetzt haben. Wie sieht es eigentlich mit unserer Stärke aus? Stärke 108, 2 Punkte fehlen uns. So, ich würde aber jetzt einmal die Fackel nutzen wollen, weil hier drinnen sehe ich einfach zu wenig. So, wir haben 12 Erz schon mittlerweile. Jetzt ist nur die Frage, wegen dem Erz, kriegen wir eine Erzrüstung hier oder sowas? Oder von Bennett? Ich muss ganz kurz überlegen, wie hieß der Typ nochmal? Bennett war das. Schon sehr lange her, wo wir hier gewesen sind. So, wo war... Da lang war der Ausgang, ne? Schade, dass jetzt gerade keine Musik kommt, aber wahrscheinlich gleich, wenn wir draußen sind, gibt es wieder Musik. Und wir haben es geschafft, alle Steinwächter zu besiegen. Ich freue mich jetzt auch wirklich wieder hier zurück in Korinnes zu sein. Und zuzusehen, wie wir hier jetzt wahrscheinlich auch schon in der Lage sind, die ganzen schwereren Gegner mal auszuschalten. Ich hoffe, wir sind in der Lage, auch die Drachensnapper auszuschalten. Feuerwarane schaffen wir ja auch. So, hier... da war ein Ruckler. So, was die Vermissten angeht, haben wir ja schon durch. Wir haben keine Vermissten mehr. Wir haben alle gefunden. Wir können in Korinnes selber eigentlich den allen schon Bescheid sagen, wie das jetzt aussieht mit denen. So, hier gab es jetzt niemanden, ne? Und wir haben ja alle Vermissten gefunden. So, da hinten gab es ja noch die Warane, die Feuerwarane. So, ich speichere nochmal, da wir ja wieder zurück sind. Müsste schon. Ich müsste in der Lage sein, zumindest einzeln die auszuschalten. Einen würde ich schon mal anlocken wollen. So, komm. Nein, jetzt kommt der andere auch noch. Nein, 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 weg, 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 weg. Okay. Boah, ich hatte jetzt kurz Panik gehabt, dass der mich doch noch killt. So, schwere Wunden heilen. Machen wir mal. Und dann erledigen wir den anderen da.
Okay, es hat geklappt. Nice. Gibt's hier noch mehr zum Einsammeln? Wenigstens haben wir die alle jetzt erledigt. So. Da haben wir noch eine Heilpflanze. Sonst dürfte es hier jetzt nichts mehr geben, glaube ich, in dem Gebiet. Noch eine Steintafel hier hinter? Ernsthaft? Was für eine waren das jetzt? Hier, Steintafel der Magie 1. Hatten wir die hier? Ich glaube, die hatten wir schon. Nee. Ah, verdammt. Ja, jetzt hat's geklappt. Nehmen wir alles mit. Dahinter lag noch Gold. Hallo, hier hinter liegt noch irgendwo Gold. Nee, an das Gold kommen wir nicht dran. An das Gold kommen wir nicht dran. Nein. Ja. Gab es hier noch irgendwo Gegners? Heilpflanzen und Blauflieder auf jeden Fall. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Und ich bin momentan sehr gerne auf Krawall gebürstet. Ich würde schon gerne die nächsten Gegners hier ausschalten wollen. Aber ich will auch zu Kord rübergehen. Und gucken, wie weit der mich ausbilden kann jetzt, was Stärke angeht. Ne, das war nicht Kord. Kord war Zweihänder. Kord war Zweihänder. So, gibt's hier auch wie... Hier gibt's keine neuen Gegners. So ist jetzt wieder die Musik? Hä? Ah, jetzt, okay, jetzt ist wieder die normale Musik. Da unten dürfte auch nichts mehr sein. Wen können wir jetzt eigentlich alles wegen den Vermissten da Bescheid sagen? Die müssten eigentlich auch alle wieder da sein, glaube ich, die Vermissten. Außer jetzt Lucia, weil die jetzt tot ist. Boah, das wird mir leid tun. Naja, nicht nur Lucia ist tot, William war ja auch tot. Da gab es schon ein paar Tote. Müsste denen allen auf jeden Fall einmal berichten, ey, die sind tot, die seht ihr nicht mehr wieder. Bliblablub. So, den hatten wir. Der dürfte keine Waffe mehr haben, ne? Den hatten wir, glaube ich, mal einmal zu Klump gehauen. Bin jetzt aber auch gespannt, wir sind ja schon in Jakenda gut aufgestiegen, sagen wir mal so, was Stärke, Skill und so weiter angeht. Wie gut wir jetzt gegen die anderen da
ankommen. Also die, die wir, bevor wir nach Jakunda gingen, quasi zurücklassen mussten. Weil wir nicht stark genug gegen die waren. Jetzt müssten wir ein bisschen stärker sein. Wir haben auch noch 34 Lernpunkte. Wir könnten zweimal in Stärke nochmal investieren. Rein theoretisch. Vorausgesetzt, Kord ist auch in der Lage, uns zu unterrichten. Auf über 90, sagen wir mal so. Oder Lee. Oder Torloff? Hieß er Torloff? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich glaube, Torloff war das. Wir gehen aber zuerst auch jetzt wirklich zu den Söldnern. Wir haben aber auch so viel, was wir jetzt verkaufen können. Und wir haben auch noch... Wir haben jetzt wie viel Erz? Wir haben 12 Erz. Und ich glaube, Bennett brauchte die ja für irgendwas. Ich glaube... Ja, wir gehen erstmal zu denen. Wir waren jetzt sehr lange nicht mehr hier. Söldner, basta. Er stellt sich das immer so einfach vor. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ich finde das mit der Weitsicht gerade sehr interessant. Das ist schon, dass man schon weit sehen kann, aber irgendwie auch nicht, sagen wir so. So, fester. Ja, jetzt ist nur, genau, Sentenza kennen wir auch noch. Man musste es nicht erzählen, der doch nichts. Raoul. Rod, Söldner. Das war doch klar. Davon lasse ich lieber die Finger. Hier, hört. Bennett! Du. Erstmal mit ihm, Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Welche Waffe willst du herstellen? Schwerer Erz-Zweihänder. Erz-Langschwer. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich glaube, den. Der wird mir reichen. So, Erzwaffen schmieden. Ich hab da meine eigene Meinung. Drei Erz. Wo habe ich das Ding jetzt? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wäre Zweihänder, Betty, Orkschlechter. Wäre Erz Zweihänder, benötigte Stärke 100. Er hat auch die falschen Leute. Glaubst du wirklich daran? Das ist wirklich nicht mein Problem. Noch mehr Ärger kann Warte ich mal, ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. 2 ein Talent, Bonus 10. Schaden 20, benötigte Stärke 100. Meine Meinung will ja keiner hören. Es war doch seine Entscheidung. Man weiß gar nicht. So, ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Was? Sag mir nicht, 20 Lernpunkte mittlerweile. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich hab da meine eigene Meinung. Muss man auch mal Warte mal, wenn ich jetzt nochmal die glaubst du wirklich daran? Dingens hier wegmache, ich könnte dir einmal Gürtel der Kraft ich erzähl dir doch und den hier. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch mal. Er ist gewandt, meine Fertigkeit ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich habe was anderes gehört. Meinst du, mir geht es besser? Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Weil die 93... Verdammt. Ich habe was anderes gehört. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Nee, warte, dann lasse ich das erst einmal hier. Also,
zieh das wieder an und das. Wo haben wir den, werden R2-Händer? Dann machen wir einfach den, Zweihand-Skill. Ja, Kord. Wer ist denn das? Patrick? Und alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Alles im Lot. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Und dann? Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Okay, hey. Fort. Was soll ich eher lernen? Bring mir bei, wie man kämpft. Patrick ist wieder da. Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Meinst du, ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Ich wollte aber jetzt hier noch, bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Nicht mein Problem. Zweihand. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon so gut. Das liegt schon. Was? Ich wundere mich über gar nichts. Zweihänder sind wir schon bei 92. Wer kann mich nicht mehr? Okay. Wenn er das nicht sieht, ich bin ganz deiner Meinung. Wir haben ihn natürlich doch. Wo kann ich dann noch mehr Dingens? Zweihänder lernen? Wir, Zweihänder sind wir schon bei 92. Unglaublich. So, Khaled. Lee, kann ich ihm noch mal was Neues sagen? Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Gorn. Das kann ja nicht ewig sein. Söldner, Söldner. Hey. Das ist doch alles nur Gerede. Nee, da gibt's auch nichts Neues. Nicht so sicher. Ich erzähle. Und selbst ist es nicht. Ich hab da meine eigene Meinung. Das habe ich früher auch immer gesagt. Das habe ich noch gar nicht gehört. So, Elena. Das hat er wirklich nicht verdient. Das hat er wirklich nicht verdient. Warte mal, kann ich bei ihm? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Eben den ganzen viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Ja, ich will dir aber das, was ich nicht brauche, hier verkaufen. So wie das hier. Das. Das kann alles weg. Wir haben so viele Waffen. Und so viele Spitzhacken. Hüdehammer. Wolfsklinge. Was sind das? Türhaken. Dolch. Magische Armbrust behalten wir mal. Magischen Bogen behalten wir mal. Eschenbogen kann weg. So. Dann der Bogen kann weg. Magische Pfeile. Pfeil, Bolzen. Schwarzes Erz. Das war doch schon vorher klar. Sag mir nicht, haben wir noch nicht mehr? Noch mehr Ärger. Die Rüstung von Raven brauchen wir nicht. Piratenrüstung brauchen wir nicht mehr. Schwere Banditenrüstung brauchen wir nicht mehr. Die Banditen gibt's nicht mehr. Frankos Amulett. Die behalten wir erst einmal. Gürtel des Schutzes? Weiß ich nicht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Von mir erfährt keiner. Tja, das hat er wirklich. So. Violette Steintafel. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht mehr. Bloodwinds Kopf behalten wir. Das einfach aus Prinzip. Drachenblut weiß ich nicht. Ein Blutkelch. Kohle kann weg. Goldbrocken 50 Stück kann weg. Goldener Ring kann weg. Geweihtes Wasser. Stängel Sumpfkraut 38 haben wir. So, Silberring kann weg. Das kann weg. Kochlöffel kann weg. So, Krallen 2 links. Stahlpaket. Warte mal, das Stahlpaket, das will ich mal aufmachen. Wo ist denn das jetzt hin? Da. So, Besen kann weg. Gletscherquarz, Hake, Silberkette. Wir haben schon fast 20.000. So, ich habe keine Ahnung, wer eigentlich Olaf ist.
ist jetzt das Paket? Da. 10 Gegenstände erhalten. Dietrich. Und hier. Okay, den kann ich nicht aufmachen. Boah, ich muss eigentlich mal hier überall durch und gucken, wo die Leute sind, die wir befreit haben. Die dürften jetzt alle eigentlich da sein. Also alle, die überlebt haben, müssten wieder da sein. Hier müssten die gleich wieder da sein. Die müssten oben bei links wieder da sein. Bei Akilshof müssten die auch wieder da sein. In der Stadt Korinnes. Lobartshof, glaube ich, auch. So, Bauer. Rega. Balthasar. Till. So, hatte er irgendjemanden vermisst? Sekob. Ist irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Seit die schwarzen Kerle in meinem Haus waren, nicht. Okay, also hier gibt's nichts mehr. Gut. Also hier ist nichts Neues passiert. Gehen wir mal hoch zu Dings. Wie hieß oben nochmal der Hof? Oben auf dem Berg? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wo finden wir jetzt eigentlich Myx hier? Wo müsste er jetzt sein? Wo müsste er jetzt rumlungern? Ist er schon bei Vatras drüben? Und die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, ist, sind wir schon stark genug gegen die Orks? Also, dass wir die auch schon mit, also dass wir auch schon gegen mehrere antreten können. Ich hätte halt nur gerne jemanden, der mich in Stärke noch mehr unterrichten könnte. Und in Zweihänder. So, hatte hier jemand gefehlt? Ich glaube, hier hatte jemand gefehlt. Bauer. Malak. Benga. Hey. Bengashof, genau. Ist Paros wieder zurück? Ist Paros wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus. Danke für alles, was... Schon gut. Warte, ich würde dich ja entlohnen, aber ich habe selber nicht... Vergiss es. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Okay, wo ist, Pardo? Pardos. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Hey, mein Retter. Danke nochmal. Jetzt kann ich mich den ganzen Tag ausruhen. Alles klar, ich zieh da mal weiter. So, okay, dann, so, hier haben wir ja Wolf und einen Bauer. So, dann müssen wir noch zu, Dings runter. Ich hoffe, hier sind die Drachensnapper jetzt nicht
nicht mehr so stark. Da hinten haben wir einen. Okay, die sind... Okay, hier in dem Bereich sind die jetzt noch nicht so stark vertreten, die Drachensnapper. Hatte hier noch jemand gefehlt? Ich glaube, hier hat auch noch jemand gefehlt. Ich frage mich aber, warum ich das hier nicht aufmachen kann. Ich hätte gern das Stahl, was da drin ist. So, zu toten Hab hier. Bauer, Bauer. Orlan. Wenn er das nicht Flüchtling. Sieht, nicht Flüchtling. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ja, der will wahrscheinlich seine 50 Gold, ne? Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Nee, der will nicht seine 50 Gold. Das interessiert mich nicht. Ich hatte das ganz gut. Okay, wundert mich jetzt. Wir gehen jetzt aber noch mal kurz zu Akil. Da hatten ja auch welche gefehlt gehabt. Ich glaube, zwei Leute hatten da sogar gefehlt. Ich glaube, da hatten zwei gefehlt bei Akil. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Auf jeden Fall, wir kriegen da jetzt von einigen Leuten auf jeden Fall nochmal ein paar Erfahrungspunkte. So, wo haben wir Akil? Randolph. Bauer. Wo ist Akil? Akil! Hey, du. Wegen deinen Knechten. Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Du bist ein mutiger Mann. Nimm dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Okay, sonst noch irgendwas passiert? Sonst noch irgendwas passiert? Nein. Ich hoffe, die Schafe bleiben jetzt da, wo sie sind. Okay, ich finde das nice, dass die wieder da sind. Egil, Telbor, nee, das waren wahrscheinlich hier. Tonak. Hey. Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Naja, okay, immerhin, und Enim. Hey. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Akil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Wo sind sie denn? Ich sehe keine Feldräuber. Aber warte mal. Enim und Egil. Was ist das? Der Neue? Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppt. Okay, der sagt auch nur dasselbe. Ja gut, dann heißt es... In der nächsten Folge gehen wir runter in die Stadt Korinnes und quatschen da die Leute mal an.
Auf jeden Fall, es war schön, die Leute jetzt hier mal wieder zu sehen und nochmal einfach so Erfahrungspunkte geschenkt zu bekommen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.